Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dogamarion. Ja, hallo! Der Lü und der Black sind alle beide wieder da. Hier ist ein. Achso, den Erdhaufen, genau, den wollten wir ja sowieso. Nicht den Lü anflüstern. Den anderen Dreckhaufen. Wolltest na toll. Hä, hey, welchen anderen Dreckhaufen? Wir plündern jemand anders. Willst du mich verarschen? Mist. Du Affe. Ja, die, nee, verarschen nicht, ich meine das vollkommen ernst. Ja doch, du bist voll der Affe, bist du, ja. Klatsch gleich. Ich nehme mich halt diesen Beifall Dreckhaufen hier. Ja. Alter Klatscher. Genau. So, okay, Erdprobe 1 von 3. Juhu. Ja, genau. Kümmere dich um den Krieger. Ich hole mal inzwischen mal die Probe da. Lalalala. Oh, ist doch cool. So, Erdprobe. Okay, eine bräuchte ich noch. Hast du noch irgendwo einen Mob, den du angreifen kannst? Sieh so aus? Nee, eigentlich nicht. Du siehst aus wie ein anderer Erdhaufen, hab ich ja gesagt. Na, ja, leck mich, Junge. Ich lecke keine Erde. Keine Kaka. Du bist ein kleiner Spinner. Oh, da hinten ist einer. Ich sehe, und da unten ist auch noch einer. Hier in die Richtung. Hier unten. Wo denn? Ja, toll, hier unten halt einer auch, und da oben auf dem Berg. Einen, ne? Ja, ich weiß. Ich nehme den. Ah, und da oben sind auch noch zwei. Dann müsstest du eigentlich alles haben. Nimm du den oben? Na gut, schade. So. Also nehm du den oben und hier oben, ich renn schon mal hin. Da ist auch noch einer. Mach ich mal die Wache unterwegs platt. Okay, ich habe alle mittlerweile. Ach so. Ja. Da hast du ja doch noch einen mehr gefunden, als ich dachte. Ja, ne. Ach nee, oder du hast beim letzten Mal, glaube ich, noch einen mitgesammelt, ne? Genau, das war das gewesen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Das ist so wunderbar. So, dann können wir auch direkt dort wieder zurückgehen. Genau. Tübi. La 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 la. La 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 la. Übrigens sollte es klein wenig lecken oder irgendjemand mal kurz falsch verständlich sein. Das liegt daran, dass wir gerade alle beide nebenbei Star Wars patchen. Da ist nämlich heute ein riesengroßer Patch drauf und wir müssen das heute auch noch aufnehmen und hoffen, dass das dann auch rechtzeitig klappt und so weiter und so fort. Also nicht wundern, wenn es doch mal irgendwo ein bisschen lecky sein sollte. Dürfte eigentlich nicht passieren, weil letzten Endes werden gerade so viele Patchen, dass Star Wars niemals unsere Bandbreite nutzen kann. Aber es sind halt ein paar Gigabyte, die runtergeladen werden müssen. Deswegen machen wir das so nebenbei. DSL-Leitung, ist das jetzt 30.000, 40.000? Also ich habe eine 16.000 DSL-Leitung mit 50.000 LTE dazu. Achso, okay. Und das kommt auch hin mit dem LTE, mit den 50.000? Ehrlich gesagt, also den Download habe ich noch nie ausgelastet. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme zu Hochbetriebszeiten. Also jetzt werde ich wahrscheinlich nicht auf 50.000 kommen. Da werden so 20.000 bis 30.000 Maximum sein. Weil halt gerade auch jetzt zu dieser Zeit viele unterwegs sind und viele selber locken. Und LTE ist eine Share-Technologie, wie es so schön heißt. Also sprich, man teilt sich die Bandbreite mit allen anderen. Und wenn halt alle anderen da sind, dann wird da halt auch ein bisschen was abgezwackt von mir. Das heißt, LTE schwankt immer recht stark in der Verbindung. Aber ich habe ja meine Grundleitung, die eigentlich für alles reicht, ja trotzdem noch zur Verfügung. Und ja, das ist ja auch schon mal was. Vom Upload her bin ich auch zufrieden. Also wie gesagt, standardmäßig kommt halt drauf an, was ich habe. Technisch gesehen 10K sind ja Maximum. Ich hatte aber auch schon 18K gehabt an Upload. Weil wie gesagt, LTE, wenn ich gerade nichts zur Verfügung habe, was ist denn? Dann ist das halt so. So, hier war nach dem Wandbild, aber irgendwie. Ach, irgendwie so. Finde ich das nicht, Mann. Also ist doch hier an der Wand, oder nicht? Das da, ja, hinten? Kann man das anklicken, oder was? Weiß ich doch nicht, aber das ist ein Wandbild. Ja, hier, ihr habt Wandbild entdeckt, einfach hinlaufen. Okay. Ja, tata. So, und benutzt die Gegenstände um einen Antrieb. Achso, den muss man wahrscheinlich dann hinten benutzen, oder was? Im Quest-Inventar ist sowas. Die Abriebsutensilien, ja. Um einen Abrieb zu machen. Plum. Was ist diese Elios-Sammelquest? So, okay, Abrieb haben wir. Also wieder zurück, wieder mit dem Reden. Ja, ach, das geht ja. Okay. Jo, das geht doch. Geht ja ab wie Schmitz' Katze. Weil ich nicht weiß, ob Schmitz überhaupt eine Katze hat. Mal kurz mal ihr Inventar wieder ein bisschen leeren hier. Schlimm. Und mein Pullermatz muss ich auch rausholen. Ich weiß doch, darauf wartet ihr jedes Mal.
jede neue Aufnahme und Black holt deinen Pullermatz. Mhm. Ich habe mir vorhin gerade deine sexuelle Fiesta-Folge auf jeden Fall angeschaut. Sexuelle Fiesta-Folge? Ja. Wieso sexuell? Naja, wo du ein bisschen rumgeflirtet hast. Ja, so ist Krillex das. Hat geschrieben, ich habe geflirtet. Ich flirte doch nie. Also ehrlich. Bin voll ernst. Ich würde sowas nie tun. Außerdem, wenn ich geflirtet hätte, hätte ich ja dann in dem Moment mit dir geflirtet. Und das wäre ja Auch wenn du dir das wünschst. Sag deine Freundin nicht sowieso immer, dass du nur Männer bekommen würdest und keine Mädels. Nein. Alter Schwuli. Nein, das sagt sie nie. Doch, das hast du doch selber gesagt. Nein, die ist regelmäßig auf andere Mädels eifersüchtig. Wenn ich echt? Zum Beispiel mal ins Kino, ja, oft genug, also jedes Mal, wenn wir ins Kino gehen, ist er eifersüchtig auf irgendjemanden. Auf das eine, naja, mit dem, also es war zweimal der Fall. Einmal, da habe ich wieder geflirtet, da habe ich halt, das war halt ein Kerl oder sowas in der Art und der hat mir halt die Cola drüber geschüttet, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ja, die war zwar halb leer, aber ich habe halt am Ende, weil ich halt ganz freundlich drauf bestanden habe, dass er mir doch die ersetzt, habe ich halt eine volle wieder zurückbekommen. Okay. Und da hat sich schon gesagt, naja, du kriegst immer, was du willst, und als wir dann das letzte Mal im Kino waren, da wir nicht so oft gehen, ist das im Prinzip auch fast das zweite Mal seitdem gewesen, habe ich halt mit der Kassiererin dort ein bisschen geschäkert und habe so aus Dummsinn gesagt, du kannst mir auch gerne, oder als ich Popcorn bestellt hatte, was willst du haben, eine kleine oder eine mittlere oder eine große? Ich gesagt, also ich nehme gerne eine große zum Preis von einer kleinen. Okay. Dann hat sie gesagt, na, warte mal, okay. Hat sie mir eine große hingestellt, so, okay, Preis von der kleinen. Was, echt? Ja. Was, warum? Kann die nicht, oder was? Nein. Nee. Aber okay. Die fand mich bestimmt sympathisch. kann ich verstehen. Eieiei, okay. So, Magieverstärkung, okay, und das ist, aus meinen Magieverstärkung, okay, der Gürtel ist meine. Nein, ist aber nicht schlecht, dass es dann halt solche Leute halt auf jeden Fall gibt, die das dann halt so machen. Und was ist das eigentlich hier von der Questlegion des Neubeginns? Ist das, das war eine Instanzgruppe. Die wollten wir erstmal nicht. Okay. Genau, also ja, die Instanz wollen wir auf jeden Fall nicht. Eine Quest haben wir ja schon wieder geschafft. Mein Inventar ist relativ gefüllt auf jeden Fall. Meins auch, wie immer. Ich habe schon was unterwegs weggeschmissen. Haben wir ja nicht einen Händler, dann kann ich unterwegs auch mal was verkaufen. Ja, hier sind sogar hier drüben. Das ist doch gut so. Hier. Also mir wurde gesagt, ich soll die Stigmas verkaufen, die alten. Die würden sogar relativ viel geben. Na gut, was heißt viel? Na, es geht. Wo habe ich die? Oh. Habe ich die? Ich glaube, die habe ich schon verkauft, die alten, die gebrochenen, ne? Naja, die gebrochenen, genau. Ich glaube, die habe ich schon losgewertet. Ist weg. Düdüm, düdüm, düdüm. Was haben wir hier? Ring, uralte gefallene Balleruhr. Muss ich mir später mal, nee, 68, nee, weg. Die haben wir jetzt hier bei der Kampagne eigentlich ein Set, also bekommen wir da eigentlich ein Set raus, sieht fast so aus, ne? Ja, es wird ein Set am Ende wahrscheinlich werden. Hatte ich ja ganz am Anfang auch angedeutet, ob das jetzt besser oder schlechter ist als unseres oder gleich, ja, gilt es herauszufinden. Diese Teile selber habe ich ja auch noch aufgehoben. Hoffe ich. Natürlich die Frage halt, ne? Ja, aufheben auf jeden Fall erstmal. Ich weiß es nicht ganz genau. Das Problem ist halt, weiß gar nicht, was steht denn hier? Steht hier irgendwas noch mit dabei? Welches Level das ist? Nee. Das Ding ist halt, dass du halt bei diesen goldenen Teilen hast du halt, Mana-Stein-Slots halt, ne? Und wenn ich halt vergleiche, ne, die physische Verteidigung, die ist relativ gleich. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt nur die Schuhe, die sind 5 Unterschied, Magiewiderstand 4 Unterschied, TP ist sogar etwas höher, Ausweichen ist auch so ziemlich gleich. MP ist etwas, ja, doch schon etwas niedriger. Zornerhöhung, Minus-Zornerhöhung ist deutlich niedriger. Das wäre dann ein bisschen schlechter. Konzentration ist ungefähr auch gleich. Aber die Magieverstärkung kann man eigentlich ja ausgleichen. Das heißt, man hätte rein theoretisch, hätte man ja 4 Slots und die würde man gefüllt bekommen. Also 4x20 so um den Dreh. Das heißt, da bist du bei 80. Das heißt, du hättest dann insgesamt 20 Magieverstärkungen mehr. Aber ja, bräuchtest du halt auf jeden Fall, konnte man schon immer Makros erstellen? Makros? Ja, also eigentlich schon Angriffskombos. Ja. Also warum sagt mir das niemand? Das ist doch viel einfacher, als ständig dieselben Tasten zu drücken.
Muss ich bei Gelegenheit mal machen. Wie kommst du da denn drauf jetzt? Ich habe zufälligerweise die Taste gedrückt für... Welche war es denn? M? Nee, M war es nicht. U müsste das ja dann sein, ne? U, genau. Genau, U. U wie Karte. Ja, ich wollte das Inventar... Genau, U wie Map, genau. Ich wollte das Inventar aufmachen sowas, und das liegt ja direkt neben dem U. Ach so, okay. U wie Inventar. Und, kam halt das bei raus. Dachte, hä, was ist das denn? Mir ist das so aufgefallen. Okay. Also ist eine coole Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade, sagen wir mal, die Kettenblitze, Zauber, die du sowieso alle nacheinander wegfeuerst, wäre vielleicht keine schlechte Idee, die dort in so ein Makro zu hauen. Dann drückst du nur einmal die Taste und dann wird die ganze Kette abgehauen. Vielleicht gar nicht mal so dumm. Ja, also ich für meinen Teil hab's dann, hatte das eigentlich oder nur für die halt Buffs verwendet, glaube ich. Ja, wollte gerade sagen, oder man könnte es halt zum Beispiel für den Schweigen-Skill. Du sagst ja immer, man soll halt eine Buff-Kette aufbauen, und das wäre damit ja deutlich leichter möglich, als wenn du die halt die drei Skills, die du dann bräuchtest, nebeneinander legst. Ja, haust du den in Makro, haust quasi die Buff-Kette auf den Schweigen-Skill macht und wie gesagt, der bufft oder debufft besser gesagt den Gegner automatisch mit allen dreien durch und da halt Schweigen als letztes und dann hast du automatisch alle drei drauf und es kann dir nicht passieren, wie es bei mir ist, dass es halt vergisst. Wäre eine Option. Jetzt mal so gesagt. Finde ich. Also man kann schon was mit anfangen. Ich hätte da schon Ideen. Okay. Lalalala, wo ist denn eigentlich mein Mega-Skill, den ich bekommen habe? Zwischen die Augen oder war das Kopfschuss? Fügt er mich an? Gut. Lalalala. Eure magische Präsentation werden 20 lang und 300 erhöht. Ja, also man könnte einiges machen. Also ich muss mir mal bei Gelegenheit wirklich mal ein paar Minuten Zeit nehmen und dann mal durchgucken. Also das mit den Makros ist eine coole Sache. Jo, das ist doch toll, ne? Ja, da freue ich mich. Gibt nichts Besseres. Ja. Nee, also ich für meinen Teil verwende das sowieso nicht. Ich weiß jetzt nicht, also keine Ahnung, gerade wenn du im PvP bist oder sowas in die Richtung, dann solltest du wahrscheinlich lieber auch individuell und relativ schnell auch individuell entscheiden, was du da ja, jetzt klar, Skills aber halt trotzdem, ja, ne, aber trotzdem hast du ja verschiedene Kombos, die einfach am effektivsten sind, egal im PvP oder PvE, wenn du so hintereinander machst, wie so im Beispiel eben die Buff-Kette oder die Debuff-Kette, die du angesprochen hattest, wo du mich ja schon mehrfach darauf hingewiesen hast, du musst halt natürlich auch schweigen. Ich habe heute bei YouTube schon wieder rumgehatet. Ah, alter Hater. Warum? Dislikes halt vergeben. Nee, einen habe ich vergeben. Oh, das ist halt so mega schlecht, ne? Wirklich, ohne Scheiß, das ist halt wirklich richtig schlecht. Ja. Was denn? Naja, ein Fiesta mit Let's Player von dir. Also, macht Fiesta der Let's Player, ich will jetzt da keinen Namen nennen. War in der PvP-Kaku gewesen. Das Video habe ich mir mal kurz gegeben. Und es war halt so schlecht, wirklich so richtig schlecht, ne? Das wusste halt wirklich nicht mal, was irgendwas kann, ne? Da war die auf, oder das war auf 64 und ja, keine Ahnung, man wusste, das wusste halt einfach nicht, was die Skills könnten von ihrem Scheiß. Ciao, verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Also doch eine Easy. Okay. Ja, wahrscheinlich schon. Bist ja voll gut. Also ich sag mal so, letzten Endes, klar, nicht jeder kann alles, also insofern, ja, sprech mit deinem, hör doch mal auf zu quatschen, ja, hallo. Oh, ja. Das war da aber ohne Scheiß, das war halt wirklich richtig, richtig bad. Ja, ne? Also ich sag mal so, ich bin ja auch nicht der PvPler. Insofern. Ja, aber du weißt ja wenigstens, was deine Skills können, du weißt ja wenigstens, ja, was du in der Kakuze machen. Aber hier hast, gesagt, ne? gerade in Ion würde es genauso, werde ich wahrscheinlich genauso dastehen, weil ich halt den Char zu selten spiele, als dass ich wirklich gut im PvP sein könnte. Ja, das ist allerdings halt auch deutlich komplexer halt, ne? Ja, mag ja sein, aber und ich klicke ja auch nur wild auf die Skills. Wobei man in Ion, ich weiß ja nicht, wie gesagt, je nach Klasse kann man da durchaus auch, oder in Fiesta beziehungsweise so, in Fiesta je nach Klasse kann man da durchaus auch sagen wir mal, komplizierte Kombos hinbekommen. Oder man klickt sich halt wild durch die Welt. Und je nachdem, wie oft oder wie selten man einen Char spielt, also wie gesagt, auch meine anderen Fiesta-Chars,
Ja, ich wüsste jetzt nicht so auf die Schnelle, wie ich da das handhaben sollte in Fiesta. Weil, wie gesagt, wenn du den Char nie oder selten spielst, kommst du natürlich, trotz dass du gut bist oder trotz dass du, sagen wir mal, auf Level 60 bist, einfach nicht ganz so weit, wie du solltest. Apropos weit, wie du solltest, ich glaube, wir sollten hier die Folge beenden, weil die ist so weit, wie sie sollte. Genau. Okay, und dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, lasst halt auf jeden Fall ein Feedback da. Und genau, schaut auf Daumen nach oben und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss.